So. Machen Sie es wieder fluffig, bitte. Ganz fluffig, okay. Ja, ich brauche das fluffig. Richtig, da kommt die Herrscherin. Ich glaube, der war auch... Ja, da! Da! Ja, perfekt. Da ist er doch. Ah, okay. Der ist es. Der ist es. Schicke ich die einfach nochmal durch die Haare. Dankeschön. Warte mal, ihr könnt das doch mit diesen... Sprich. So, und dann nehme ich die nochmal ab und ich glaube, da musst du nochmal wieder durchwuscheln. Ne? Ich bin da ein bisschen grobmotorisch, was das anbelangt mit den Kopfhörern. Mhm. Warte mal, ihr könnt das doch mit diesen... Okay. Dann geht es ja bei... Sprich. Ja, versuch du auch gleich nochmal. Ich habe keine mehr. Achso, ich habe zwei Paar. Ich gebe dir gleich welche. Okay, dann gucken wir nochmal. Ja, Liv hat genau das gleiche Problem. Achso. Nee, das sind schon das ist schon die richtige. Ja, richtig. Also, das ist die richtige, aber... Ja. Das tust du. Da war's. Ja, die hier. Perfekt. Das ist richtig. Kompliziert. Mein Gott. So, dann setze ich die nochmal auf zum Testen. Mr. Burke, wie kann ich Ihnen helfen? Hier. Ja, bis dahin, ich grüße Sie, wa? Ich habe hier gerade einen Herrn Briggs vor mir und der meinte, dass die Verhandlung heute um 20 Uhr ist, wa? 21 Uhr. Definitiv 21 Uhr. Na gut, dann richte ich das mal. Sagen Sie dem das mal. Ich rufe mal Herrn Leppner an, nicht, dass er das auch falsch verstanden hat. Wunderbar. Ja, machen Sie mal zur Sicherheit. Gut, dann bis gleich. Oh, einen wunderschönen guten Abend. Na, wie war's mit dem Anschreien? Ja, nee, hat mich nicht angeschrien. Ich bin ganz glücklich. Ja, dürfen Sie. Ich hab ein bisschen Angst, Baby, gehabt. Also, ja, das passt, das kriegen wir hin. Wir machen das perfekt. So, dass Sie mich 10 Minuten davor anrufen. So machen wir das. Genau. Dann sind wir beide glücklich, glaube ich. Ja, ich denke mal, das passt super knusprig. Alles klar, ich gehe mal davon aus, 21 Uhr geht's ja bei Ihnen los. Und dann wird das ja noch ein bisschen dauern. Ach, das dauert, das dauert. Dann kommt erst Burke, Er nimmt sich ja die ganze Zeit. Ach, ich würde mal schätzen, so gegen 22 Uhr nageln Sie mich aber nicht drauf fest. Okay, alles klar, wunderbar. Gut, plane ich mir ein. Rufen Sie mich dann einfach an, ich halte die Leitung soweit frei. Mach ich so. Und wenn nie, ganz kurz einfach mal kurz mit SMS bombardieren, ne, das kriegt man hin. Ja, alles gut. Es kann auch sein, dass ihn irgendjemand anders anruft, weil ich hier natürlich im Gericht stehe, da darf man nicht so viel telefonieren. Aber wenn jemand vom DOJ anruft, Sie als Zeuge bittet zu kommen, dann wissen Sie, dass es von mir kommt, ja? Alles klar, ich muss mich sowieso in die Akte nochmal reinlesen. Das ist ja jetzt schon wieder Ticken her, ne? Ja, ich habe auch noch ein bisschen was ergänzt. Das sieht anders aus, als Sie es kennen. Deswegen gucken Sie da ruhig nochmal rein. Ja, das kann sein. Wie gesagt, so ein paar Sachen sind tatsächlich bei mir jetzt noch als Gedächtnislücke verzeichnet. Deswegen muss ich nochmal reingucken. Aber so das Grobe ist ja einfach nur, dass wir den verfolgt haben. Er ist dann zu jemandem hin, hat ihn niedergestochen. Und als wir ihn festgesetzt haben, wurden wir halt dann überfallen von weiteren drei Personen. Genau. Also das Wichtigste tatsächlich für die Verhandlung, also für das Strafmaß für mich persönlich, ist die Aussage, dass Sie definitiv gesehen haben, dass dieser Mann gestochen hat. Ja. Und sie bei der Verfolgung niemals den Sichtkontakt verloren haben. Das ist das Wichtigste. Nee, das haben wir tatsächlich nie. Das das hat Herr Burke auch gesagt. Genau. Ja. Okay, ja, wunderbar. Genau. Nee, dass Sie schon mal wissen, worauf ich hinaus möchte mit meinen Fragen, ja? Ja, wunderbar. Darf ich Sie nochmal was Saloppes fragen? Ja, fragen Sie. Sie sind Staatsanwälte? Ja, richtig. Okay, ich muss das in meinem Telefon mal einspeichern, das macht es ein bisschen einfacher. Ich mache das auch immer. Ich frag immer nach dem Job. Ja, genau. Okay, alles klar, Frau Sehen. Dann sehen wir uns dann später vom Gericht. Vielen Dank, Herr Nietzwietz. Bis später. Natürlich, ich wünsche was. Ciao. Tschüss. Die Straße runter. Ah. Oh, Entschuldigung. Pass auf, meine Kopfhörer, ich habe versucht, den einzustellen. Den kriege ich nicht kleiner. Wir müssen einmal Kopfhörer für dich besorgen, aber das ist die Straße runter. Du willst unbedingt, dass ich Kopfhörer trage, ne? Wenn wir schon hier oben sind und Viola es anbietet. Ja, ist recht. Viola, bis gleich. Bis gleich. Okay. Dass du auch informiert bist, warum ich gerade so viel telefoniert habe. Also zum einen total bescheuert. Ach, scheiße, ich muss Leppner noch anrufen. Briggs geht davon aus, dass die Verhandlung um 20 Uhr ist. Aber 100% 21 Uhr, weil um 20 Uhr haben wir unsere Besprechung. Und der zweite Zeuge hat angerufen. Der guckt sich jetzt auch nochmal die Akte an und so. Und er war halt traurig, weil er... Oh Gott. Victor, wie kann ich dir helfen? Sie haben heute Abend die Gerichtsverhandlung als Führung. Richtig.
Ui, perfekt. Was ist das Oberthema und welche Beteiligten haben wir da? Ach, Sie wollen das Social Media machen? Nur für die Sicherheit, damit ich da Vorbereitung treffen kann. Es geht im Endeffekt nur um eine Person, Mr. Briggs. Ich weiß aber schon, dass der Teil von Project 11 ist. Und der Anwalt ist Mr. Lettner. Das ist Teil des Empires. Ich weiß nicht, wie viel die da auffahren wollen. Ich habe keine Ahnung. Aber im besten Falle kommen nur Mr. Briggs und Mr. Lettner und die zwei Zeugen und das war's. Aber ich kann sie nicht sagen. Das könnte ausufern im Zweifel. Okay, also ich versuche mal erstmal 8 Beamte noch zusätzlich zu ordern und je nachdem, wie der Bedarf dann ist, gegebenenfalls die Kollegen wegschicken. Ja. Alles klar, gut, weiß ich Bescheid. Vielen Dank, Victor. Merci, Mademoiselle. Jetzt rufe ich aber Lettner an, sonst vergesse ich das. Hab ich wieder jemand angerufen? Nein. Immer wenn ich telefoniere, versuchen Leute mich anzurufen. Buenos, ja, was auch immer. Da, Lettner. Staatsanwältin Zane. Mr. Lettner. Ich habe gerade erfahren, dass Ihr Mandant davon ausgeht, dass es um 20 Uhr losgeht. Ist das hier der Fass, ich wollte Sie nochmal tatsächlich darauf hinweisen, dass es 21 Uhr losgeht. Ja, ja, 21 Uhr. Also wissen Sie, im Vergleich zu meinem Mandanten... Suchen Sie jemanden, den Sie heiraten können, der sich dann Zeit lässt und wieder Ihre Fahrzeuge mitnehmen? Gut, ich wollte nur nochmal sicher gehen. Ja? Ja, nein, 21 Uhr, das weiß ich. Dann ob Sie jemand... ich wollte fragen, ob Sie jemanden suchen, den Sie heiraten können, der sich dann wieder Zeit lässt und dabei Ihre Fahrzeuge übernimmt. Der soll mal nicht so schreien, ich höre mein eigenes Wort nicht. Warte mal, wo ist denn hier? Ach, hier ist er. Nicht heute, aber morgen vielleicht? Nicht heute, aber morgen vielleicht. Wie können Sie so eine Fahrzeug leisten? Wir hatten, glaube ich, die Weißen, ne? Ich glaube, wir hatten die Weißen. Oh, blau. Blau. Aber das passt dann nicht so gut zu den Outfits. Ich glaube, weiß war schon nicht. Das einzige viersitzende Coupé, Viersitzer-Coupé. Hören Sie nicht auf ihn, ist mein Fahrzeug. Komm, steig ein. Ach, Sie sehen, da muss ich heiraten und mich von ihr sein lassen, damit ich die Fahrzeug kriege. Ach so. Ja, setzen Sie sich hinten rein, ist okay. Wir machen hier so ein Dreier. Steig jetzt ein, Owen. Ja, no, du bist jetzt in einer der Dreier reingeraten. Ich habe leider Termin, aber vielleicht machen wir das nächste Mal, wenn Sie kommen, einkaufen hier oben, Sie? Na klar, machen wir so. Was kurz am Telefon, ja? Ich mag nicht das mit abklatschen. Mr. Nietzsche, wie kann ich Ihnen helfen? Frau Sehn, ich muss Sie nochmal nerven. Haben Sie vielleicht gerade nochmal ganz spontan nochmal die Aktennummer parat? 80333, ja, konnte ich mir merken. 80333, Sekunden. Okay, danke, wunderbar, das reicht mir schon. Ciao. Vielen Dank, ciao. Nietzwietz heißt er, glaube ich. Ich weiß nicht. Komisch. Nietzwietz. Bin mir nicht ganz sicher. Habe ich dich da nicht schön rausgeholt aus der Nummer? Ja, schön. Gern geschehen. Er wollte, dass ich ihn heirate. Ich weiß, ich habe es mitbekommen, weil er so laut geschrien hat. Und dann dachte ich mir, weißt du, wie ich dich da raushole? Ich sage einfach, es ist mein Auto. Ganz einfach. Wir sind super Team. Perfekt. So, Lettner weiß jetzt, ob Viola das hinkriegt. Komm rein. So, Viola, meinst du, du kriegst es bei mir auch hin, dass du die irgendwie da so anpasst, dass die nicht sich verheddern? Ja. Ich hoffe doch. So. Oh. Ja. Ja, okay. Ja, ich gucke mal. Mehr Arbeit, hä? Ich schaff das schon. Na, wobei. Audi! Jetzt wird ich sehr viel Hallöchen! Audi! Darf ich ganz kurz stören? Das war ziemlich weit unten im Katalog. Tatsächlich. Wir wurden gerade vom Fire Department informiert, dass es wohl hier hinten am Ende der Straße gebrannt hat vor ungefähr 5 bis 10 Minuten. Oha. Und die Kollegen vom Fire Department gehen wohl von einer Brandstiftung aus. Ist Ihnen denn irgendwas aufgefallen? Sind irgendwelche Fahrzeuge hier durchgefahren? Irgendwelche Personengruppen, die Sie vielleicht noch nicht hier oben gesehen haben? Also uns, wir sind nicht hier normalerweise. Okay. Also ich arbeite auch erst seit 2 Tagen hier. Ja. Und die einzigen Leute, die es noch an dieser Straße gab, die wir begegnet sind, es waren Fahrradfahrer, schwarze Hauptfarbe auf einem Mountainbike und ein Mensch, ich glaube, graue Haare, spanischer Akzent, der ist gerade rübergegangen, ich glaube, zu dieser Pharmacy oder so. Lass uns mal kurz rausgehen, dann schaue ich mal kurz auf meinem Tablet. Ja. Also wie gesagt, es war wirklich relativ weit unten im Katalog. Ja, ich gucke. Da, stopp. Ach, da war es eben. Ja.
Perfekt eingeflochten, ist ja großartig. Ja, ja, also. Mensch, Viola. Ja, ist ja, ja. Mega. So. Toll. Und jetzt habe ich wahrscheinlich auch das. Merkst du. So, jetzt muss ich das irgendwie da wieder. Warte, wir kriegen das da irgendwie wieder raus. Ja, so. Ja, klar, warte. Ah, oh Gott. Okay. Mensch, das habe ich aber auch noch nicht gesehen. So. Wir haben es gleich, Owen. Gut. Dann nehme ich auch zurück, weil, ne, Besprechung und so. Aber ich glaube, Viola hat's drauf. Da bin ich wieder. So. Perfekt, vielen Dank, Viola. Was kriegst du? Nee, probier jetzt erstmal nochmal, ob es jetzt funktioniert. Achso, ja, besser ist wahrscheinlich. Ich bin vollkommen recht. Ja, sieht immer gut aus. Perfekt. Ah, toll. Perfekt. Guck mal, die hat die richtig eingeflochten, hast du es gesehen? Toll. Mhm. So, das sind, 100 Dollar. Mach 200 per Karte. Ja, komm, mach 200 per Karte. Ich darf leider kein Bargeld, also kein Trinkgeld. Was? Okay, also, warte. Okay, mach 100, ja, mach mal 100 Dollar per Karte. Hm? Dann regeln wir das schon. Okay. Dann verraten wir das keinem. Okay. So. Sorry. So. Hier. Hast du nie bekommen? Dankeschön. Ciao, Viola. Ciao, ciao. Wo ist denn jetzt? Ach, da um die Ecke. Wieso? Achso, frisch machen, ne? Nee, muss ich ja gar nicht. Ich habe ja noch die gleichen. Ach, ist zum Automaten gegangen. Gibt dir jetzt auch nochmal Trinkgeld. Großartig. Wir sind gerade eben 200 Dollar runtergefallen. Ja, ich habe ja auch 150 gegeben noch. Okay, perfekt. Ich habe die 350 Dollar mit Trinkgeld bekommen, großartig. Guter Job. Will ich fahren, willst du? Ach doch, wir haben hier Tablets. Nee, das ist unser Auto. Ich kann fahren. Okay. Wenn das jetzt ein DOJ-Fahrzeug gewesen wäre, hätte ich gesagt, ich ergänze noch ein paar Sachen, aber so nicht. Ah, ich finde schon so ein DOJ, oder? Ach Mensch. So kurz. Mr. Hawkins, wie kann ich Ihnen helfen? Grüße Sie erstmal. Sind ja bei Ihnen noch andere Prosecutor in der Nähe? Ja, ein Mr. Herr Callahan ist eventuell zufällig in meiner Nähe. Können Sie vielleicht Ihnen oder ihm ausrichten, dass wir heute die Besprechung nicht beim Chief Justice machen? Der ist, das mache ich ja heute, wir machen es erstmal provisorisch im Gerichtssaal. Im Gerichtssaal. Alles klar, sage ich Ihnen Bescheid. Genau, aber da haben wir den Platz und da haben wir auch PCs. Wir brauchen Sie nicht mehr anrufen. Ich danke. Jo, bis gleich. Tschüss. Ciao. Okay, geht nur darum, dass wir die. Oh Gott, wir sprechen natürlich nicht beim Chief Justice Büro machen, weil da keiner von uns reinkommt. Wir machen das ja offensichtlich ohne den Chief Justice. Sondern im Gerichtssaal. Okay. Wollen wir noch nach Hause nochmal irgendwie umziehen? Hast du deine Sachen dabei? Ich habe meine Sachen dabei. Hast du deine Sachen nicht dabei? Ja, ich hätte noch so ein halbligeres Outfit dabei. Theoretisch noch zu Hause, aber mit dem kann man doch auch klarkommen, oder? Packe ich noch eine Krawatte drum und dann geht's, oder? Na, ich wollte eigentlich, dass wir zusammen jetzt die gleichen Farben tragen. Na, ich... Ich meine doch jetzt nur für die Besprechung. Ach so, für die Besprechung. Ich gehe so in die Besprechung. Pass doch drauf. Perfekt. Es ist heiß, Mann. Ob ich länger einen Anzug trage, als ich muss? Ja. Nee. Aber die sind ja alle ganz schön flatterig momentan, ne? Rix... Lettner. Wieso flatterig, meinst du? Naja, rufen an, informieren nochmal, also... Ist gut. Also ich finde das gut, also wenn die Anwälte ständig anrufen, ich finde das super.
und sich so ein bisschen gegenseitig informiert. Ich meine, es ist ja, eigentlich wollen wir alle nur Gerechtigkeit, ja? Anwälte wollen halt dann, wenn es im Sinne der Gerechtigkeit ist, halt das Beste für ihren Mandanten noch rausholen. Wir wollen das Beste für den Staat noch rausholen. Also eigentlich. Du hast jetzt eine ideale oder eine idealistische Welt beschrieben. Ja, ich weiß. Danke. Ja, dann hoffen wir mal, dass Lettner auch so tickt. Also wie gesagt, bisher verstehe ich mich wunderbar mit ihm. Ja, ich würde auch sagen, mein Plan wäre Owen. Ja. Ich habe gesagt, ich habe dann so, ne, kennst mich ja, habe ich dann gemeint so, ja, und Herr Lettner, wenn die Verhandlung dann vorbei ist, dann gehen wir zusammen auch einfach einen Kaffee trinken, ja, egal was rauskommt. Da war er nicht abgeneigt. Mein Plan ist, Owen, dass wir uns ins Empire einladen lassen. Du weißt? Ein bisschen Kontakte knüpfen. Bisschen sterben? Wieso sterben? Weiß ich nicht. Also, was ich da in der Gerichtsverhandlung gestern gehört habe. Ja, Kontakte knüpfen. Wir haben ja, also, wir machen noch nichts. Wir sind da ja nicht, um denen irgendwie an den Karren zu pissen, sondern um mit Lettner einen Kaffee zu trinken. Da haben wir doch Coldwell schon für, oder nicht? Ist er jetzt nicht halber Brigitte geworden, indem er sich da was geholt hat? Naja, sagen wir so, er wird schon verfolgt von denen, weil er sich da was geholt hat. Mhm. Der hat mich mit reingezogen, der Sack. Ich dachte gestern wirklich, das war's, Owen. Du siehst mich nie wieder. Ja. Ja, Coldwell ist da manchmal ein bisschen unbedarft, habe ich das Gefühl. Ja, aber er meinte, er ist noch nie entführt worden. Ich frage mich, wie er das geschafft hat. Mit der Einstellung. Er muss, glaube ich, schnell Richter werden. Damit er nicht mehr so relevant ist, meinst du? Damit er nicht auf der Straße mehr ist. Genau, wir machen eine Petition. Code mal runter von der Straße. Ja, bin ich gut. Ja, ich fand schon sehr interessant, dass Delanois jetzt schon direkt Richter wurde. Das liegt daran, dass Delanois schon Verhandlungen hatte und Code mehr nicht. Also, eine Verhandlung. Ja, aber darum geht es dem Chief Justice ja auch. Es geht dem Chief Justice hier um Verhandlungen. Er möchte sehen, wie wir uns im Gericht ergeben. Und sind wir ganz ehrlich, das ist auch die Primetime für Staatsanwälte. Also wenn die sich in der Verhandlung nicht vernünftig geben können, dann können sie auch nichts. Ja. Weißt du? Also was mich einfach nur gewundert hat, ist, dass der Chief von Anfang an nicht wollte, dass einer Richter wird, und dann macht man mal kurz eine kleine Verhandlung und zack, bis man dann Richter. Ja, aber das hat er ziemlich genau so auch gesagt. Okay. Übrigens, ich hatte Nietzsche noch mal ganz kurz quasi eine Zeugenaussage entlockt. Er wird genau das gleiche sagen wie Burke. Also, er hat auch gesehen, wie Pricks auf den Mann eingestochen hat. Die haben den sofort verfolgt. Die haben niemals den Sichtkontakt verloren. Und es wird genau die gleiche Geschichte wie bei Burke. Wir haben das sicher in der Tasche. Jetzt rufen wir eine unbekannte Nummer an. Das ist unser Safe. Chief. Ja, PD38, Herbes. Mr. Burke sagt, ich soll sie mal anrufen. Ah, perfekt. Sie sind der andere Zeuge in dem Fall. Vielen Dank fürs Zurückrufen, Mr. Harris. Aber Mr. Nietzwietz hat sich schon bereit erklärt, an der Befragung mit teilzunehmen. Sind Sie heute auch in der Akademie? Ja, ich bin in der Akademie. Halt ihn in der Hinterhand. Okay, genau. Weil Mr. Nietzwitz da auch ist, er hat netterweise sich bereit erklärt, trotzdem zu der Verhandlung zu kommen, auch wenn sich das ein bisschen beißt. Genau. Aber ich glaube, er schafft das trotzdem. Ja, gut, alles klar. Gut. Vielen lieben Dank trotzdem, Mr. Harris, Vielen Dank. Kein Problem, gerne. Ciao. Ja, bitte gerne, Prisma, für das Geschenkabo auf meinem Kanal. Sehr gut. 20 Monate schon, Mann. Mega. Guck mal, jetzt melden sie sich alle. Toll. Ende erreicht. Ich werde das nicht so lange rausziehen. Ich werde Burke vernünftig. Ich werde Burke schön die Geschichte erzählen lassen. Und bei Nietzwitz werde ich nur noch fragen: Haben Sie es auch gesehen? Sichtkontakt verloren? Okay, alles klar. Dankeschön. Keine weiteren Fragen. Na gut, du musst bedenken, ja. Aber die werden ja sich gegenseitig nicht gehört haben, ne? Weil ja der zweite Zeuge außerhalb des Saals sein wird. Euer Ehren, Delanois. Einen wunderschönen guten Abend. Aber Sie dürfen doch wieder nicht zu unserer Besprechung, richtig? Nee. Wunderbar. Weiß das unangenehm. Fühlen Sie sich ausgeschlossen?
Es ist ja eine Staatsanwaltsbesprechung, ne? Das ist für mich schon ein bisschen ausgeschlossen. Haben Sie gleich eine Richterbesprechung mit sich selbst? Ja. Ich mache die mal mit mir selber aus, ja. Großartig. Machen Sie es mit... Nein, das sage ich jetzt nicht. Freuen Sie sich auf die Verhandlung nach. Ich habe gehört, Sie sind in der Supreme Court. Ja, habe ich auch gehört. Super. Ich freue mich. Ich werde mir auf jeden Fall anschauen, ja. Ich habe schon einen Plan für eine Revision. Oh, okay. Mhm. Meinen Sie, geht in Revision? Nein, andersrum. Wenn mir das nicht gefällt, gehe ich in Revision. Ach, Sie wollen in Revision? Ja. Ja, hier wird geklotzt, nicht gekleckert. Richtig. Ja, aber Sie können auch direkt performen bei der Hauptverhandlung. Da brauchen Sie doch gar nicht in Revision gehen. Nee, das es geht mir darum, dass... Genau, das liegt an der Qualität des Stiefdasses. Ach, daran liegt das. Ja, bisher war er doch sehr kompetent. Also fand ich zumindest. Na, mal gucken. Da zu wenig ist, mal Revision. Richtig. Also beim gestrigen Urteil, ich hätte genau auch auf 4.000 Dollar und also ich hätte genau entschieden, wer. Also Beispiel. Gut, ich glaube, wir gehen mal, sonst kommen wir zu spät, Mr. Delanois, weil hier ist alles sehr weitläufig. Ja, gehen Sie, ne? Lassen Sie sich hier aufhalten. Viel Spaß mit Ihnen alleine hier bei Ihrer Richterbesprechung. Ja, ich habe Vergnügen, ne? Bis später. Ja. Mr. Biggs, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, Entschuldigung, dass unverzüglich es jetzt ist, aber ich habe alles gegeben. Unverzüglich, ja, perfekt. Ja, Sie haben mir geschrieben, ich soll mich unverzüglich bei Ihnen melden, weil Sie irgendwelche Fragen zu einem Fall, wo ich geschädigter war, bin. Absolut richtig, den würde ich nämlich endlich gerne mal von meinem Tisch haben wollen. Und die Aktenlage ist fragwürdig. Ich kann damit nichts anfangen. Fragwürdig. Verstehen Sie? Okay. So, ja. Im Endeffekt würde ich es gerne so machen, dass wir uns einfach kurz treffen. Persönlich, ich habe nämlich gleich einen Fall, deswegen kann ich jetzt die nächsten 3-4 Stunden wahrscheinlich nicht. Was halten Sie von morgen? Morgen halte ich gar nichts von. Halten Sie gar nichts von? Nee, also oder... entweder wir schieben das irgendwie heute dazwischen oder wir machen das im Nachhinein nach Ihrem Fall. Ja. Weil Sie sagen 2-4 Stunden, also können es Minimum 2, Maximum 4 sein. Beides kriegen wir eventuell noch hin. Okay, passen Sie auf, ich mache es einfach so. Ich melde mich bei Ihnen. Sag ihm, jetzt wird es bei mir passen, dann sagen Sie irgendwann, ja, bei mir passt es jetzt auch und dann treffen wir uns. Bei mir passt grundsätzlich, ich habe viel Zeit, viel Geld und viel Zeit. Wunderbar, Mr. Biggs. Dann bis später. Ja. Alles klar, muss Dankeschön. Ich was mitbringen? Nö, Ihren Verstand vielleicht. Den, ja, okay. Nicht zu Hause lassen. Gut, alles klar. Bis später. Bis später. Stimme kann ich doch auch. Was man effektiv gefühlt Schutzgeld ist, wenn man es ganz genau nimmt. Guten Tag, hallo. Wir werden heute im Gerichtssaal die... Ja, wissen wir. Dankeschön. Okay, Miss Hawkins hat uns informiert. Auf und davon. Vielleicht sollten wir einfach jemanden in den zweiten Stock stellen, der alle wieder runterschafft. Ach ja. Boah. Aua. Ja. Hier kann ich mal die Tür auf, ne? Ja. So, na, wer steht wo? Ich habe übrigens wir üben schon mal. Warten Sie kurz. Zwei Sachen in der Pipeline. Mhm. Sehr schön. Ja, hat nicht so gut funktioniert. Sie waren bisher Beisitz, ne? Bei Delanois, glaube ich, habe ich sie gesehen. Funktioniert hervorragend. Toll. Fühle mich sehr wohl. Auch noch ein bisschen so. Geht auch. Wunderbar. So, ich habe schon mal geübt. Perfekt. Ja, klar. Also hier hinter ist einmal Zellen, links. Ja. Und rechts gibt es ein Zeugenzimmer. Aber ich glaube, das ist nicht gut, da ein Zeugenzimmer zu haben. Wenn dann noch alles mitbekommen. Auch gemacht bei dem Prozess gegen Ulrich, da waren sie gerade unten. Das ist auch unser Panic Room. Dann habe ich der Große. Der Große, da haben wir uns gestern tatsächlich mit 30 Leuten reingequetscht. Hat auch ganz gut als Draußenschüsse so konnte er sich sehr auf weil Mr. Hawkins meinte, wir haben doch hier einen Panic Room. Ich konnte mir alles genau anhören. Dann ist es lieber der Panic Room, fühle ich. Ist der Panic Room. Gehen eigentlich hier die Rechner? Stimmt, gute Frage. Dann können wir nebenbei ein bisschen arbeiten. Ja, funktioniert. Übrigens haben wir noch kein Internet zu Hause. Das finde ich ein bisschen schade. Jetzt hat mich nämlich dem ich irgendwann mal eine SMS geschickt habe, wegen einem ganz anderen Fall, angerufen und meint, ja, Sie wollten unverzüglich mit mir sprechen. Unverzüglich ist jetzt 3 Tage später, aber ey, ich bin da. Was wollten Sie denn? Ich so,
Ja, ist doch gut, ist doch gut. Ich habe keine Ahnung. Aber, lassen Sie uns mal persönlich treffen. Die Maklerin wollte doch eh noch anrufen. Ich bin heute nicht ganz so lange verfügbar. Hattest du nicht gesagt, dass die Maklerin nochmal heute mit dir sprechen wollte, um also das einzurichten? Also ich habe gestern mir einen großen Berg an Akne generiert, als ich da 2-3 Stunden unten war. Die sind, ich habe da immer durchgeguckt. Und meintest du nicht auch, dass sie dann die IT noch gleichzeitig erst machen kann? Ich denke mal, ich würde mit Wayne warten, bis wir morgen gut fortgeschritten haben, dann können wir die abarbeiten. Sie sich um die IT kümmern, aber ich glaube, das ist nichts mit, was sie machen kann. Ja, ich muss da nochmal drauf gucken, da sind 1-2 verbundene Akten, aber das mache ich morgen, sobald die Akten fertig sind, weil wenn man da was einstellen kann oder einstellen müsste, dann fällt ja da mal wieder sehr viel Arbeit weg. Ja. Hier die Nummer von Berg ist 5. Guck ich nochmal lieber. Genau, der war 97, das passt. Hervorragend. Wissen Sie, was mir gestern aufgefallen ist? Dadurch, dass wir jetzt Richter Delanois haben, kann ich die Strafe vielleicht auch durch ihn absegnen lassen. Also ich habe das vielmehr so verstanden, dadurch, dass der Chief gestern gesagt hat, fliegt meine Vögelchen, ihr habt da jetzt Hawkins, müssen wir das gar nicht mehr machen. Aber das ist meine höchst eigene Deutung. Strafbefehl ist ja immer noch so eine Sache, solange es nicht Penal Code, also wenn es Penal Code exklusiv ist, dann können wir das so machen. Überleg, wie lange du dir am PC sitzen möchtest. Ich weiß nicht, bevor wir jetzt hier Diskussionen durchführen, die irgendwie alle interessieren. Ja. Ja, weiß ich gar nicht, ob wir das überhaupt nochmal diskutieren müssen oder nicht. Einfach erstmal arbeiten wollen. Ja, wir wollen eigentlich alle arbeiten. Gut, ja, dann denke ich, arbeiten wir einfach. Ich denke auch nicht, dass wir jetzt hier groß was haben. Also, wie gesagt, ich habe 2 Akten gerade, bin ich gerade dran. Ja. Muss ich noch Aussagen reinholen. Und ja. Alles klar. Ich denke mal, Sie müssen sehen, Sie haben heute Abend den Gerichtsprozess. Richtig. Hallo. Haben Sie einen Beisitz oder möchten Sie einen Beisitz haben? Ja, steht neben mir. Ach, und wann ist der Prozess? 21 Uhr. 21 Uhr. Die haben wir eben instruiert, da sind entsprechend auch Beamte vor Ort, die aber dann nach den Anlasskontrollen auch teilweise abziehen, damit wir das BD nicht zu sehr belasten. Ja. Ich wollte gerade sagen, also... Wir haben jetzt genug Security von uns selbst, ne? Ja, 2 Personen, wenn die da sind. Vielleicht eine Sache, die mir gestern aufgefallen ist, dass vielleicht an Chief Just weitergegeben wird. Vielleicht wäre es ganz sinnvoll, wenn wir da oben noch so eine Art Sicherheitsgitter... Das ist schon weitergegeben. Das ist schon weitergegeben. Schon gestern in der Verhandlung weitergegeben. Ja, der Mr. Miller war direkt da. Genau. Und stellt jetzt neben den Dixie-Klos auch noch hier eine Balustrade auf. Dixie-Klos? Anscheinend kriegen wir Dixie-Klos. Ja, aber bitte, das kann ja nicht, das kann nicht sein. Also das ist, also nehmt es mir bitte nicht übel, da fahre ich lieber danach zu einem... Provisorisch angeblich erstmal nur für die Bauarbeiter, die Klos hier zusammenzimmern, aber wir können die gerne auch nutzen. Das war so die erste Aussage. Die werden für immer da stehen bleiben. Ja, also ich werde demnächst eiskalt meine Arbeitszeit hier unterbrechen. Dann werde ich in Mr. Millers Büro fahren und dort seine Toilette nutzen. Richtig, die Gründe. Ja, und vielleicht vergesse ich auch einfach mal abzuspülen. Ich möchte jetzt nicht arrogant klingen, aber ich glaube, also, ich klinge nicht, dass wir nicht. Wir sind ja nur Rebellen unter uns, wenn ich das so mitbekomme. Haben Sie mal mit dem Anzug versucht, Dixie-Klo zu benutzen, ohne den Anzug dabei schmutzig werden zu lassen? Gott, das ist eine Herausforderung. Gut, ich habe tatsächlich ein paar Themen. Und zwar habe ich gestern mit dem PD gesprochen, wir haben die Zusammenarbeit nochmal angesprochen, wir haben nochmal weitergegeben, dass es entsprechende Musterakte gibt, dass die nochmal darauf achten sollten, auch Telefonnummern einzutragen, auch in den Zeugenaussagen selbst, dass auch Gangzugehörigkeiten eingetragen werden. Genau. Und dass sie auch bitte darauf achten sollen, dass es, wenn es Bürgerakten gibt, dass sie die nicht doppelt anlegen. Das ist ja jetzt auch schon das ein oder andere Mal passiert. Und ganz, das wissen die jetzt. Das sehen sie. Ganz, ganz wichtig ist eigentlich, dass sie diese Telefonnummer auch bei den Alias eintragen, ja? Weil dann kann man die suchen. Ja, das werden wir herausfinden, ob das funktioniert. Wir sind gespannt. Ja, also weil sobald die Telefonnummer als Alias eingetragen ist, kann ich die suchen. Und sie kennen die Situation, sie haben nur eine Telefonnummer. Aber vielleicht nicht den Namen oder einen Namen, wo es nur einen Vornamen. Manche Vornamennummer gibt es ja nun wirklich sehr, sehr häufig. Ja. Eine Telefonnummer ist was Eindeutiges. Warum denken wir eigentlich alle so kompliziert? Ich kann auch einfach hier unten rechts diese E-Mail-Adresse in dem Aktensystem anschreiben und fragen, ob die eine Telefonnummernspalte hinzufügen. Es gibt eine Spalte, aber die funktioniert in der Suche nicht. Wirklich? Ja.
Ja gut, dann könnten wir DevSec ja einfach fragen, ob man nicht auch nach Nummern suchen kann. Also nach Telefonnummern das, dann. Das ist das Problem. Die funktioniert in der Suche einfach nicht, die Spalte. Die tragen das ja da auch ein schon, die Officer, in der Telefonnummer-Spalte, aber es reicht nicht aus. Nee, die Spalte in der Liste. Es gibt keine. In der Liste gibt es keine Spalte Telefonnummer in der Bürgeraktenliste. Das ist das Problem. Aber da kann ich das ja mal an DevSec weitergeben. Was sollte. Was summen Sie da? Ach so, ja, okay, so am Rande von Beispiel. Ja, die Spalte meinen Sie, das wird es auch lösen, genau. Ja, ich mein, dann würde ich einfach mal anfangen, auf die Spalte hinzufügen, weil dann müssen wir den ganzen Quatsch mit den Alias nicht mehr machen. Ja. Nehme ich mir mal mit. Gut, also das haben wir gestern auf jeden Fall dem DOJ, dem PD weitergegeben. Des Weiteren habe ich noch mit der DTU-Leitung gesprochen. Die wünschen sich tatsächlich einen dedizierten Ansprechpartner für Fälle. Da habe ich aber nochmal drüber nachgedacht. Das ist eigentlich keine clevere Idee, weil wir möchten ja alle mit denen zusammenarbeiten. Da genau. Hat mir Mr. Kilpatrick gestern nochmal die Augen geöffnet. Ich sage denen, wenn die einen Ansprechpartner wollen, dann bin ich deren Ansprechpartner, aber generell arbeiten wir alle zusammen mit der DTU. Genau. Also ich habe das gestern so vorgeschlagen, dass wenn es da Kommunikation geben muss, die, ich sag mal, die Arbeitsabläufe angeht, macht es ja durchaus Sinn, dass Mr. Hawkins, der jetzt ja die Abläufe organisieren soll, da auch der direkte Ansprechpartner ist. Für die Fallarbeit werden wir aber ohnehin immer wieder im Kontakt sein und dann ergibt es viel mehr Sinn, da fallbezogen jeweils zu sprechen miteinander. Also einen, der nur mit denen arbeitet, ist Quatsch, weil dann bündeln sich wieder Informationen bei einer Person, ist die mal 3 Tage nicht hier, steht und liegt alles. Das ist Quatsch. Korrekt. Gibt es da von Ihnen andere Ansichten oder können Sie meine Sorge teilen, wenn wir da einen Einzelnen haben? Sehe ich zum aktuellen Zeitpunkt für absolut schwachsinnig, da jetzt jemanden zu bestimmen. Ich würde es gar nicht so verkehrt finden, also so wie jetzt besprochen wurde, wenn Joe, du praktisch ein Auge drüber hast, wenn wir auch später vielleicht größere Fälle haben, irgendwelche kriminellen Organisationen, dass du dann praktisch vielleicht dann mal einen von uns eine Federführung gibst für eine Organisation, damit man da sich nicht verrennt. Aber das ist dafür brauchen wir ja die Organisation. Ja, meine ich ja, genau. Ich meine perspektivisch. Und sonst halt ganz normal verteilen. Ja, das große Problem ist trotzdem, dass natürlich es mehrere Fälle zu einer Organisation geben wird und wir die auch aufeinander aufteilen werden. Denn wir möchten jetzt nicht exklusiv jemanden für eine Organisation abstellen, weil stellen Sie sich mal vor, Sie kriegen die Royals ab, dann sind Sie überarbeitet. Ja, gut, dann brauchen wir irgendein System, auf das wir alle irgendwie zugreifen können, vielleicht eine Bürgerakte oder so oder irgendwie was anderes, dass man da immer was zu diesen Organisationen, wenn es ein langwieriger Prozess wird, dass man immer was ergänzen kann. Ja. Das ist ja kein Thema. Genau, wir werden in diesen Fällen nicht drum herum kommen, da werden sie nichts mit Akten lösen können, einfach auch miteinander zu reden tatsächlich. Richtig. Das zeigt die Erfahrung, diese Akten sind schön und gut, aber was ich da reinschreibe, verstehen Sie vielleicht gar nicht so ohne alles. Ja, das andere Risiko ist das, was Sie gerade sagen. Aber im Endeffekt, es ist ja auch so, dann habe ich mal ein kurzes Gespräch mit einem Officer und während des Gesprächs fällt mir auf, ach, diese Information ist vielleicht doch wichtig. Die steht da jetzt aber nicht. Also wir müssen einfach viel reden. Ich bin dabei, dass wir in Gruppierungsakten dann noch arbeiten können miteinander. Aber wir müssen dann einfach uns hinsetzen und reden, gerade wenn wir gemischte Fälle haben. So wie wir das hier mit den Briten schon mal gemacht haben, Callahan. Das ist ja genau richtig, dass man dann diesen Informationsfluss wählt. Das Reden wollte ich damit nicht ausschließen, sondern einfach nur, wenn es jetzt über 3 Monate eine Gruppierung gibt, dass wir dann für uns zusammen alles zusammentragen können, damit nichts in Vergessenheit berät. Da müssen wir vielleicht auch bei den Detectives mal fragen, ob die sowas schon führen und wie da mal eine Zusammenlegemöglichkeit besteht. Wir haben gestern den Auftrag bekommen, dass die entsprechend erstmal Gruppierungszugehörigkeiten pflegen. Sollten die feststellen, dass wir ein Gruppierungsmitglied irgendwo haben, wird das auf jeden Fall schon mal in der Personenakte gepflegt. Und von Gruppierungsakten sollten wir dann auch nicht weit weg sein. Okay, dann warten wir einfach mal ab, was aus dem Bereich Police Department da entsteht. Und dann können wir damit ja arbeiten, denke ich. Richtig, und wir sollten da, finde ich, auch ein bisschen Obacht geben, dass wir nicht zu weit vorgreifen. Erstmal die so ein bisschen arbeiten lassen, damit es dann nicht heißt, wir versuchen denen was aufzudiktieren oder so, sondern die sollen erstmal machen. Und wenn wir merken, hey, damit können wir nicht vernünftig arbeiten oder so, dann können wir immer noch was machen. Wobei da tatsächlich ein sehr offenes Angebot auch ist. Und das lautet, sobald wir Verhöre auch haben, wo die einfach mal mit jemandem sprechen wollen, sind wir herzlich dazu eingeladen, dem Ganzen beizuwohnen. Und da würde ich auch reingrätschen und sagen, das muss auch so sein. Ja. Laut COCP sind wir die Verantwortlichen der Ermittlungen. Wir leiten die Ermittlungen. Und ich glaube, jetzt wehrt den Anfängen. Wenn die uns jetzt mit einbinden, wenn die jetzt die ersten
keine Ahnung, Indizien haben oder die ersten Fälle haben, richtig, dass sie uns direkt mit ins Boot holen. Und ich glaube, da ich weiß nicht, wer das jetzt gerade eben von Ihnen gesagt hatte, direkt von Anfang an irgendwie so eine übergreifende Lösung zu schaffen, wo wir zusammenarbeiten. Denn die DTU und wir sind ein Team zusammen. Da natürlich kommen wir nicht drum herum und nur so also geht's. Also das hat sich gestern aber auch schon ganz gut dargestellt. Also ich war gestern Abend gegen 23 Uhr längere Zeit da unten, wo auch so ein bisschen in diesem Bereich schon was abgedriftet ist. Das hat hervorragend funktioniert. Dann auf Zuruf, ja. Dann halt ja, nicht über Akte, ja, sondern es war unten wirklich so, dass ich dann mit einem Commander, mit Detectives da sofort ins Gespräch gehen konnte, die auch sofort mit mir zusammengearbeitet haben. Also die Bereitschaft zumindest, was ich gestern gesehen habe, bei gewissem Leitungs- und Führungspersonal ist sehr hoch. Da denke ich, bin ich bei Ihnen, das können wir direkt fruchtbar nutzen. Genau, da sind wir auch tatsächlich. Ach, erzählen Sie erstmal. Wir sollen ja auch langfristig ja auch ein Büro dort bekommen, wo wir richtig auch arbeiten können. Das heißt, das macht es ja auch nochmal leichter. Dann haben wir auch kürzere Wege, was das Thema angeht, dass man eben wirklich mal schnell einfach rübergeht. Und also ich sehe das bisher eigentlich alles als ja sehr positiv. Ich glaube, da sind sehr, sehr viele sehr gute Leute. Jetzt muss man erstmal die Aktenarbeit in den Griff bekommen dort. Ich glaube, das ist so das erste Thema. Ja, das wird es wie gesagt auch noch bleiben. Es gibt Leute, die sind da schon wirklich gut drin, muss man sagen. Also die schreiben wirklich, wirklich gute Akten so. Die könnten glatt hier arbeiten. Und da gibt es so ein paar, wo man dem vielleicht so ein bisschen mal sagen muss, ey komm, wie viele Akten schreibst du? 1 bis 2 vielleicht die Woche, das kriegst du doch hin. Gut, ich fände es gut, wenn wir nicht jetzt jedes Mal bei der Besprechung über Aktenarbeit reden. Also nee, über das ist das jetzt ist einmal halt gesagt und das passt jetzt. Das können wir uns auch wieder Vorlage fürs Wochenende vielleicht, für Sonntag, genau, wenn das Sonntag noch nicht besser ist, dass wir dann nochmal... Ja, genau, auf jeden Fall. Gut. Was mir bei Akten auf jeden Fall wichtig ist, dass ein entsprechendes Verhältnis zwischen den Prosecutern besteht, dass jeder auch an Akten arbeiten kann. Aber das, denke ich, klappt ganz gut. Manche haben mehr, manche haben weniger, aber ich glaube, wir kommen da auf ein gutes, ausgewogenes Maß an der Verteilung. Ich möchte einmal fragen, unter den Kollegen, fühlt sich gerade jemand in der Situation, dass er nicht genug Akten bekommt oder das Gefühl hat, zu viele zu bekommen? Ja. Option A oder Option B? B. Okay, Sie haben das Gefühl, dass Sie zu viele kriegen. Dann streiche ich Sie aus denen, wo ich Sie mit mir eingetragen habe, einfach gerne wieder raus, aber... Nein. Okay. Aber ich habe 2 Akten abzugeben. Okay, wie ist das bei Ihnen, Glenn und Zane? Haben Sie das Gefühl, dass Sie zu viel oder zu wenig haben oder sagen Sie, ist gerade genau richtig? Genau, also, ich glaube, nach der Verhandlung kann ich gerne Frau Wayne wieder eine abnehmen, aber... ist die heute? Letzten... Ja, klar. Ja. Ja. Genau. Die letzten 2-3 Tage war es kurz vor zu viel. Das habe ich zum Beispiel, kann ich Ihnen aus meiner Erfahrung jetzt sagen, vor dieser Verhandlung gestern auch gehabt, dass ich dann erstmal ein bisschen was abbauen muss, damit ich mich auf diese Verhandlung konzentrieren kann, weil man ja doch Zeit investiert. Ja, und danach hat man noch einmal wieder ein Loch. Und irgendwie, deswegen, wie gesagt, ich kann mich gerne anbieten, dass ich da ein, 2 Jahre... Ich habe das Gefühl, das ist so eine Wellenbewegung. Ja, okay. Bin ich auch dabei. Ja. Also... Bei mir ist das Gleiche. Ich habe jetzt auch die Fälle, die ich hatte, so weit ermittelt, wie ich konnte und warte jetzt einfach nur auf Rückläufer. Und nach dieser Verhandlung bin ich dann auch wieder bereit. Ich hatte eigentlich schon vor gestern Abend, da hatte ich, glaube ich, ins System geschaut, da war noch eine vom 14. Als Übergabe DOJ. Die wollte ich mir geschnappt haben. Die Lonnies Bar-Akte? Bitte? Die Lonnies Bar-Akte zufällig. Boah, weil die habe ich mir geschnappt, die war vom 14. Okay, alles gut. Ab und zu muss man halt auch nach hinten gucken im System. Tipp, ne? Weil manchmal, wenn die Übergaben dann ein bisschen dauern, tauchen die ja wieder. Ich filter einfach dann auf. Ich bitte eine Übergabe. Genau. Ja. Ich gebe einmal am Tag gebe ich Übergabe ein, um zu gucken, was da ist. Okay, gut. Ich frage nur deshalb, ich möchte einfach nicht, dass hier jemand so das Gefühl hat, einer macht alles, alle machen gar nichts. Oder ich glaube, wir alle machen irgendwas. Ziemlich viel. Genau, und... Ich sage mal lieber ein bisschen überlastet und man gibt was ab, als dass hier jemand das Gefühl hat, er kriegt nicht genug und ist deswegen demotiviert. Ja. Das ist dann blöd. Nochmal zurück zur Verhandlung. Die muss bitte öffentlich gemacht werden über VNet, weil da schon jemand angerufen hat und gefragt hat, weil die nächste Verhandlung ist. Ja, das mache ich dann für ihn. Er hat mir Admin-Rechte gegeben für unseren VNet-Account. Wie heißt die Akte? Dann würde ich das jetzt gleich sofort durchführen. Die Akte ist 80333. 80333. Genau. In den nächsten 10 Minuten sollte vielleicht jemand von uns zu den Zellen. Da braucht auch jemand, sonst fahre ich gleich. Okay, ich habe auch nicht mehr so viele Themen, weil wir waren ja gestern wie beim PD und die haben gefragt, ob wir Feedback haben für die Zusammenarbeit mit den Officern unten in den Zellen. Klappt das gut? Gibt es da Problemchen? Also, wie sind da so Ihre Erfahrungen? Ich persönlich finde die Arbeit bisher sehr, sehr gut. Wir werden früh genug angerufen, in den meisten Fällen, nicht immer, aber meistens tatsächlich sind wir noch manchmal vor den Tatverdächtigen da. Ja. Das finde ich klappt hervorragend. Und auch die Zusammenarbeit dann unten in den Zellen ist sehr, sehr gut. Also die Officer versuchen wirklich manchmal alles dann doch noch den einen Officer zu finden, der als erstes da war und so. Und
Die geben sich sehr viel Mühe, finde ich. Die Akten sind sogar parallel angelegt teilweise. Genau, und die Akten sind fertig, wenn man mit der Befragung fertig ist. Also es klappt eigentlich ganz gut. Oft sind Befragungen sogar auch schon durchgeführt. Genau. Hatte ich auch schon häufiger. Und was ich sagen muss, gerade in stressigeren Situationen verlieren die da nicht ganz den Überblick. Ja. Oder Anwälte sind schon da, wenn man ankommt und so. Also das klappt schon echt ganz gut. Ja, genau. Also ich hatte einen Fall, ich weiß gar nicht, wann. Ich glaube, mit wem war ich da? Mit Vandersilber war ich da. Da kamen wir an, da waren die Zellen alle komplett gerammelte voll. Wir haben das nach und nach abgearbeitet, haben die alle wieder rausgeschickt. Dann haben die Officer uns auch direkt gesagt, ja, bleiben Sie direkt hier. Es kommen neue Leute. Dann sind wir da geblieben. 2 Minuten später waren die Zellen wieder voll. Ja, also das organisieren die eigentlich auch relativ gut. Hervorragend. Ja, starke Leitstelle, was das angeht meistens. Ja, die organisieren das eigentlich echt gut. Wir sind jetzt, die Fahndung ist übrigens jetzt öffentlich. Das habe ich jetzt abgesetzt im Post. Vielen Dank, Mr. Hawkins. Auch hier muss ich sagen, ich hatte jetzt zum Beispiel eine Akte gehabt, wo noch 3 Officer-Aussagen gefehlt hatten. Ich habe dann Leitstelle angerufen und gesagt, hey, können bitte mal, die und die Officer müssten da und da was nachtragen. Und vorhin habe ich einen Anruf dann bekommen, hier, Officer haben das nachgetragen von der Leitstelle, also kann ich auch nur sagen, so, kann es bisher nur loben. Ja, ich kann auch bei meiner Akte sagen, da stand halt dann leider drin, schließe mich der Aussage an. Das ist ja rechtlich nicht verwertbar, haben wir festgestellt. Da bin ich nachgeschaut. Da habe ich auch gebeten, die Officer darauf aufmerksam zu machen, dass sie bitte noch entweder ihre Aussage nachtragen oder mich einmal informieren. Und das ist auch passiert tatsächlich. Hervorragend. Das hört man doch gerne. Und Miss Wayne, nach dieser Verhandlung sind Miss Hayne und ich auch dann wieder komplett frei. Richtig. Und bleiben Sie auch weiterhin ihrer Linie treu. Ne? Wenn da irgendwie abends was reinkommt und Sie sind gerade woanders beschäftigt, scheuen Sie sich bitte weiter nicht, mich zum Beispiel anzurufen oder einen von uns Kollegen. Es war gestern einfach nur blöd wegen der Uhrzeit. Na, alles gut. Okay, danke. Perfekt. So, das wären meine Themen. Ich habe auch nur positives Feedback aus allen Regionen gehört. Das ist sehr gut. Das wollte ich nochmal weitergeben. Vielen Dank dafür. Hat sonst noch jemand ein Thema für die Runde? Es wäre, Sie sind später dazu, kommen Sie vielleicht oder sonst auch jeder andere gerne. Oder jeder andere gerne. Nein. Ja, das sind nur Themen, die Sie, glaube ich, mit dem Chief besprechen müssen. Genau, ich kläre nochmal final das Strafbefehl-Thema. Ob man das noch weiterhin gerne haben möchte oder nicht. Dann gebe ich Ihnen mindestens morgen zu Auskunft. Wo Sie jetzt gerade sagen, mit dem Chief besprechen. Eine Sache hatten die Anwälte nochmal an mich rangetragen, die sehr von dieser Gebührenordnung leider leben müssen, weil die häufig als Pflichtverteidiger ran müssen. Ja. Einen Fall hatten wir nicht besprochen, zumindest erinnere ich mich nicht daran. Und zwar Pflichtverteidigung für 2 zum Beispiel von den Rockern. Ja, kriegt er natürlich für die Rechtsberatung für jeden etwas. Was ist aber, wenn die beiden im gleichen Gerichtsverfahren abgehandelt werden? Kriegt er dann für beide die 1000 oder nur für einen? Ich bin tatsächlich bei beiden für einen... Für eine Akte gibt es da entsprechend, also ohne Splittung, gibt es da entsprechend die Kohle. Das ist meine Meinung. Ja, aber wenn die Strafbefehl bekommen, dann gibt es ja automatisch eine Splittung. Ja, aber für einen, ja, einen einheitlichen Fall oder einen... Man könnte sagen, für einen juristischen Vorgang. Genau, für einen juristischen Vorgang gibt es... An der Verhandlung, die Sie heute geführt haben... Also ich kann mir vorstellen, dass man die Beratung vielleicht mehrfach honoriert, aber diese Rechtsfolgen... Habe ich daran irgendwie mitgewirkt, an Ermittlungen... Tätigkeiten? Meistens ja schwierig, weil... Ja, perfekt. Das habe ich alleine gemacht oder halt dann meinen Beisitz mit eingedingst. Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass ich überhaupt mal mit Ihnen drüber gesprochen habe. Würde ich nämlich auch. Ja, dann werde ich heute den Fall übernehmen. Ach, machen Sie es doch. Ja. Der Chief hat keine Lust, ne? Seien wir ganz ehrlich, das ist halt... Verstehe. Ja, perfekt, ich freue mich. Sehr gut, bis später. Bis später. Das gebe ich gleich so weiter. Ja. Super. Wir sind jetzt kurz mit dem Argument einfach so weit, dass wir gesagt haben, für einen Vorgang, also ich sag mal für eine Akte, aus der das entsteht, gibt es einmal das Geld. Also auch für die Pflichtverteidiger am Anfang? Ja. Weil sonst sage ich meinem Mandanten demnächst nur noch, fahren Sie nicht mehr zu zweit, sondern nur noch zu fünft. Dann machen 2 die Tat, 3 stehen da trotzdem erstmal. Das sind einfache $1,500. Es gibt noch eine Sache. Da müssen wir aber gucken, ob das irgendwann vielleicht mal passiert, ob ein Anwalt auf die clevere Idee kommt. Mit Straftätern zusammenzuarbeiten, die angeblich Straftaten machen, die keine sind, also immer Freisprüche gibt und dann wird quasi so Geld generiert. Das haben wir aber sowieso. Aber das werden wir ja sehen, indem wir die Häufigkeit beobachten. Werden wir die Häufigkeit beobachten, sie kriegen das ja ohnehin mit und dann ist das ein Betrug und dann ist er seine Lizenz los. Ja, fertig. Also Sie verstehen noch, was ich hinaus will. Ja, natürlich. Wir haben extra in dieser Kostenübersicht aufgelistet, dass dort auch eine Prüfung regelmäßig stattfindet und entsprechend auch einen Verstoß gegen Paragraph 18 Betrug
unter Umständen passieren kann. Das steht ja so auf der Seite mit in der Gebührenverordnung. Gut. Sie beide müssen sich noch die Fahnen vorbereiten, denke ich. Dann würde ich jetzt in den Zellen fahren, schnell, bevor die Fahnen. Hat jemand schon den Chief gesehen? Der hat wohl auch keine Lust, jetzt die Verhandlungen zu verführen, obwohl er. Verhandlungen zu führen, obwohl er eigentlich meinte, er macht das. Und Mr. Delanoa hat mich gerade informiert, dass er der Richter sein wird. Hervorragend. Vielleicht ist er verhindert oder so. Vielleicht ist unser Chief ein bisschen überarbeitet. Wer weiß. Wer weiß. Gut, wenn sonst nichts ist, dann gehe ich. Fahren jetzt, Sie. Alles klar. Gut. Wenn nichts mehr ist, war es das auch von mir, dann können Sie gerne Ihre Tätigkeiten weiter fortsetzen. Alles klar. Gut, vielen Dank. So, dann kümmere ich mich mal um meine Akte, um das abzuschließen. Wollen wir einfach direkt hier bleiben und noch kurz besprechen und umziehen und so? Können wir machen. So, ich schreibe bei Zeugen kurz noch mit hin, dass wir natürlich den Herrn Nietzwietz nicht vergessen. Ich habe jetzt mit dem übrigens abgemacht, dadurch, dass der eigentlich an dieser Akademie heute teilnimmt, wo auch der das Opfer teilnimmt, weshalb ich den nicht als Zeugen aufrufe. Weil der unbedingt teilnehmen, meinte dann aber so, ja, ich hätte echt gern mitgemacht, aber für Sie, Miss Zane, komme ich natürlich auch gerne vor Gericht. Deswegen habe ich mit ihm abgemacht, dass ich ihn anrufe, 10 Minuten bevor er hier sein sollte. Wir kurz unsere Fragen stellen und er dann hoffentlich, wenn der Rechtsanwalt nicht zu viele Fragen stellt, relativ schnell wieder los kann, sodass er vielleicht eine halbe Stunde weg ist. Kann er mal nachfragen, ob das okay wäre für eine Gerichtsverhandlung, tatsächlich eine halbe Stunde weg zu sein und er trotzdem teilnehmen darf, weil er hatte eigentlich schon alles abgesagt. Und das sei wohl okay, wenn es nicht zu lange ist. Deswegen würde ich den definitiv als Zweiten nehmen, dann haben wir Zeit, ihn anzurufen und kommen zu lassen. Und kennen die Geschichte von Burke schon, sodass wir es bei ihm ein bisschen schneller machen können. Und einfach nur noch als Bestätigung, dass das wirklich so war, mit dem Sichtkontakt nicht verloren und war wirklich Pippe Pricks. Und, dann würde ich würde ihn aber dann tatsächlich direkt um Punkt dann schon anrufen, wenn er dann innerhalb von 10 Minuten da ist. Dann wird es schon sportlich, ne? Wieso? Wir fragen erst Burke. Das dauert ewig. Ja. Wie du meinst. Vergiss nicht, dass erstmal der Richter, übrigens kriegen wir Richter der Noir, hast du gerade gehört? Ja. Dann wird er es öffnet. Meine Öffnungsplädoyer dauert ungefähr eine halbe Stunde, also. Dann freue ich mich auf die Revision. Wenn kein zweiter Richter hier ist. Dann wird's vertagt. Sollen wir ihm das vielleicht noch kurz sagen, den Chief? Frag erstmal Delanoa, wie sie sich jetzt besprochen haben. Na gut, eigentlich weiß er ja, was wir vorhaben, ne? Der Mr. Delanoa. Ja, schade. Also das Ärger unter uns, es ärgert mich wirklich. Vor allem will er doch die Verhandlung. Mr. Delanoa. Kommt denn der Chief trotzdem in die Verhandlung als Supreme Court? Weil sonst wird es schwierig mit unserer Revision. Selbstverständlich. Ah, wunderbar. Ich dachte schon, der kommt jetzt gar nicht, weil er verhindert ist oder so. Nein. Aber er hat einfach nur keine Lust. Okay, verstehe. Nee, möchte mir das Spielfeld erstmal überlassen, ne? Wunderbar. Ja, dann freue ich mich umso mehr. Dann kann ich meine Revision ja immer noch durchziehen. Perfekt. Vielen Dank. Ciao. Er wird hier sitzen. Okay, perfekt. Ich wollte gerade sagen, das macht doch keinen Sinn, wenn der Chief Justice die Verhandlungen sehen möchte, damit man hier irgendwie so ein bisschen Vertrauen sich erhaschen kann. Und dann kommt er nicht. Ja, außer Verhandlungen haben wir sonst gemacht. Außer vertraut dem Urteil von Mr. Delanoa. Wie sieht's mit Hunger aus? Ich glaube, wir können nochmal was essen gehen, stimmt ja. Lass uns nochmal zum Beispiel. Sonst wird das. Wir müssen uns eh umziehen. Ja, ich freue mich. Wird gut. Jetzt, wo wir die zweiten Zeugen haben, bin ich mir noch mal 10% sicherer, dass wir das schaffen. Von 90 auf 100% quasi jetzt gestiegen. Mhm. Ja, ich bin sehr von uns überzeugt. Wie früher. Wie früher. Nur mit mehr Kuscheln. Hoppala. Du warst das gerade im Fahrstuhl? Natürlich. Ja, Lev. Ich glaube, es wird echt eine tolle Zeit mit dir. Ja, ich glaube auch. Ja, okay, du bist wirklich von dir überzeugt.
Das konnte man jetzt so auslegen, Owen, oder man hätte es einfach so auslegen können, wie ich es meinte, nämlich, dass ich das gleich auf dich bezog. Aber na gut. Danke, dass du es nochmal klargestellt hast, sonst wäre ich komplett verwirrt. Warum gehst du eigentlich immer durch diesen Schmuddelgang? Wieso nicht? Naja, rechts, großzügig, breit, Sonne. Brauchst nicht großzügig, hier? Breit und sonnig. Bin selbst großzügig, breit und sonnig. Oh mein Gott, du bist ja echt die Ruhe selbst, ne? Entschuldigung, ich hab's notiert. Wenn großzügig, mich einer fragt, kennst du das sein? Ja, das ist die großzügige, breitige und sonnige. Ja, aber ich denke, ja, genau so machen wir das. Die wollen ja Geld verdienen. Oh Gott, Schenke. Oh. Erstmal was essen. Ich will weg! Nein! Oh Mann! Jetzt musst du auch zum Kühlschrank gehen. Was haben wir denn hier? Achso, du stehst schon vor dem Kühlschrank. Oh, ich beeile mich. Ach, die Nachos sehen gut aus. So, okay, kannst. Und einen Pulke. Ja, ich schau nochmal. Irgendwie was zum Runterspülen? Pulke kann ich empfehlen. Das ist dieses mexikanische Zeugs. Was auch immer das ist. Irgendwas mit Ziegenmilch, hat er gesagt, oder so. Ziegenjoghurt? Ziegenmilch? Ziegenkäse? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas mit Ziegen. Mit Ziegen. Irgendwas. Dann mit Ziegen. Dann mal umziehen? Irgendwas wollen wir den Chief noch fragen. Ach ja, ob wir den Deal noch anbieten können. Warte kurz, der steht gerade draußen. Oder müssen wir das jetzt... Nee, das müssen wir nicht der da nochmal fragen. Das müssen wir den Chief fragen. Da hätte ich wiederum kein Problem mit, wenn da zwei Kanzleien eine Tätergruppe von, ich sag mal, von vier Leuten vertreten. Guten Abend, Monsieur. Das denke ich. Zehn. Wäre ja. Okay. Sie haben heute eine Verhandlung? Absolut richtig, ja. Ja, gut. Und ja, Sie müssen... Wahrscheinlich Sie sind ja auch als Supreme Court dabei, ja. Ne? Ich bin Delanois leitet. Ich bin für den Fall, dass irgendwas in der Revision landet, dann vor Ort. Supreme Court, ja. Wunderbar. Naja. Gut. Wenn Sie gleich kurz noch zwei Minütchen Zeit hätten, hätte ich noch eine Frage zum Fall. Ja, ich komme mit. Wunderbar. Gut. Geht im Endeffekt darum, der Angeklagte ist nicht geständig. Das hatte ich Ihnen ja bereits erwähnt. Genau. Wir würden versuchen, wenn er in den Zeugenstand gerufen wird. Wir werden ihn nicht als Zeugen aufrufen, aber Herr Lettner wird das ja wahrscheinlich tun. Wenn er in den Zeugenstand gerufen wird, würden wir ihm gerne trotzdem immer noch einen Deal anbieten. Quasi nach dem Motto, wenn er gesteht, wird das Strafmaß mildernder. Das können Sie ja jederzeit machen. Gut, ich wollte es nur noch mal absichern, dass Sie da auch einverstanden sind. Sie haben per Gesetz die Möglichkeit, ich müsste gerade nach dem Paragraf schauen, aber Sie haben per Gesetz die Möglichkeit, auch während der Verhandlungen immer noch Einigungen und Geständnisse einzuholen und dann Deals abzuschließen, wenn das denn von Ihnen gewünscht ist. Das kann während der Verhandlung gemacht werden, um das anzustreben, im Zusammenhang mit Ihrer Absicht zu sagen, ja, es soll sich aber für Sie auch, also wir halten es für möglich, Ihnen das nachzuweisen. Das wäre vom kontraproduktiv für Sie, wenn Sie das nicht machen oder wenn Sie darauf eingehen, würde das anders für Sie verrechnet werden. Ja, das geht. Und, Ja, nehmst du? Damit Sie unsere Intention dahinter verstehen, Miss Sen und ich fahren gerne die Linie, nicht unsere Tatverdächtigen oder Angeklagten zu verbrennen, sondern auch weiterhin eine gute Beziehung zu denen zu haben. Man weiß nie, wann man sie mal als Informanten braucht, selbst als Zeugen hat, und dann ist immer gut, die nicht wegen einer Verhandlung jetzt komplett durchzuziehen. Ja, wenn er nicht geständig ist, dann machen wir es natürlich trotzdem. Ja, das ergibt sich ja aus dem Prozess an sich. Ja, genau. Ich hätte direkt noch, wenn Sie noch kurz Zeit hätten, eine Frage zu einem anderen Fall von mir. Es wird Sie freuen, es geht nämlich um das Empire. Im Endeffekt geht es darum, dass das Empire Leute bei sich auf dem Grundstück hatte, diese dann wegen Hausfriedensbruch unter Waffengewalt wieder vom Grundstück führen wollte. Daraufhin habe ich versucht herauszufinden, was tatsächlich zum Empire gehört, was denen wirklich hier in dieser Stadt, nicht nach Kolonialgesetzen, sondern nach unseren Gesetzen, tatsächlich als Besitz gilt. Mhm. Ich habe Dynasty befragt, ich habe die Stadtverwaltung gefragt, ich habe Mr. Kenneth selbst danach befragt. Mhm. Dem gehört hier tatsächlich grundstücksmäßig gar nichts. Das heißt, im Endeffekt haben sie eine Nötigung begangen an all diesen.
Ich bin mir sehr sicher, wenn ich denen einen Strafbefehl ausstelle, wegen Nötigung, und zwar allen von denen, werden die das vor Gericht ziehen. Sollen sie. Nur, dass sie das schon mal wissen, dass wir dann das komplette Empire da irgendwie, also zumindest alle Kingsmen, wie sie sie nennen, irgendwie anklagen. Was sind denn deren angebliche Besitztümer? Warten Sie, in Richmond tatsächlich, das ist ein Stadtteil hier. Deswegen heißen die, glaube ich, auch alle von Richmond. Das ist bei, 7048. Dieser komplette Block um 7048 haben die mit Sandsäcken abgesperrt und besetzen das. Ja gut, das ist dann natürlich eine Nötigung. Wäre eine Nötigung, wenn sie Leute davon abhalten, das Gelände zu betreten, was sie ja wahrscheinlich tun. Was sie auch mit Sandsäcken übrigens tun, die ganze Zeit schon. Und dann ist das eine Anklage, die können sie gerne machen. Wenn sie da eine wasserdichte Akte haben, die Befragung haben, die Zeugen haben, dann ziehen sie es vor Gericht und dann wird sich da jemand drum kümmern. Also sagen Sie gar keinen Strafbefehl, sondern direkt vor Gericht, weil jetzt... Nö, das können Sie können den Strafbefehl ausstellen. Ich würde es mal versuchen. Wir müssen natürlich, das Problem ist, dass sich mit dieser Straftat halt auch eine... Also wo sind wir denn bei Maximalstrafen bei Nötigung? 50.000. Setzen Sie es niedrig an und weisen Sie darauf hin, dass im Rahmen der weiteren Zuwiderhandlung, im Rahmen dieser, also dass es keine Einverständniserklärung gibt mit Immobilienhändlern, Stadtverwaltung und diese Aussagen, die Sie gerade genannt haben, dass das dann einfach zur Potenz sich vervielfältigen wird, diese Strafe. Gut. Mach ich so. Ich denke ich Ihnen dann ja sowieso wieder vor, bevor ich den. Wenn die keinen Strafbefehl annehmen, werden wir den natürlich vor Gericht ziehen. Gut, wunderbar. So, dass Sie schon mal Bescheid wissen. Gut. Hast du noch was? Ich habe nichts mehr. Gut. Dankeschön. Bitte, bitte. Perfekt, habe ich das nämlich auch direkt erklärt. Wunderbar. Ich freue mich schon auf die Verhandlungen gegen das gesamte Empire. Ja. Du willst wohl Coldwell folgen. Sorry. Wegen der scheiß Nötigung, Mann. Wenn ihre $500 einfach bezahlen, ein gutes. Ja. Frage. Was ist das Popcorn hier? Gib was ab, Mann! Eine Frage. Ja, damit. Ja. Ihr müsst jetzt beide die spontan beantworten, ihr dürft nicht darüber diskutieren. Du zuerst. Nee, andersrum. Ja, du zuerst. Owen zuerst. Owen zuerst. Und danach du. Und ihr müsst ganz schnell. Soll ich weghören? Nee. Wenn ich euch die. Ihr wollt eine E-Mail von jemandem wissen. Der ich wollte die Person. Dank. In dem Fall bei mir. Aiden486. Ja. Weißt du dann, wie die komplette E-Mail-Adresse lautet? Ja oder nein? Ja. Du? Nein. Sie? Hui. Super. Ja, Frau Wayne ist also auch nicht in der Lage gewesen. Nein. Denn sie musste mir dann als SMS schreiben. Moment mal. Was? Ach so! Wie der Rest. Ach so! Ja. Mein Gott, ich dachte jetzt, ich habe deine Frage jetzt so verstanden, dass ich aus den Zahlen rauslesen kann, wie der Nachname wäre. Oh Gott, ich habe ganz kompliziert gedacht. Wirst du dann auf die komplette E-Mail-Adresse kommen? Ja, @may.ls, ja natürlich. Okay, super. Ja. Ja, ich lese einfach gerade mal mein SMS-Kontakt mit Frau Wayne vor. Ich habe geschrieben, ich benötige noch die Login-Daten vom PO-Postfach. Grüße Coldwell. Sie, E-Mail-Adresse. Ich, Aiden486. Ja. Sie antwortet, die komplette vielleicht oder muss ich Ihnen alles aus der Nase ziehen? Wow. Ja, hätte sie geschrieben, @start.gov. Warte mal, du hast jetzt die E-Mail-Adresse Zugang, oder was? Ja. Wieso habe ich den nicht? Kannst du uns die weiterleiten? Ich habe es noch nicht, aber ich habe jetzt eine Antwort Maiden486. Ich kann Ihnen die Zugangsdaten gerade geben. Ich habe einen Zugang. Für das PO-Fach auch? Hui. Ja, dann schicken Sie mir die vielleicht mal einfach. Aber am besten per SMS, das wäre jetzt wirklich gut. Ja. Sicher. Also E-Mail, denke ich, sollte klar sein für Sie, oder? Ja, PO@sharp.gov und DOJ@sharp.gov. Das ist easy. Unsere Nummern haben Sie ja. Ja. Ui, natürlich. So, wir müssen noch ein bisschen essen, umziehen und und so weiter. Huh? Owen? Beisitz, Owen? Bitte was? Beisitz, Owen? Beisitz, Owen. Ja. Wie immer. Ich schaue über deine Schulter, meine Liebe. Absolut richtig. Du standest immer hinter mir. Ich gehe von aus, die ist po@start.gov, richtig? DOJ@po. DOJ@po, ja, finde ich auch gut. Nee, DOJ@start.gov. Und entsprechend auch bei der anderen po@start.gov, richtig? Ui.
Ui. Ist es für beides der Zugang? Müsste, also für DOJ auf jeden Fall. Das ist ja easy. Ja, dann verknüpfen wir doch direkt mal. So, Flavia. Walte deines Amtes. Ui, ich will die jetzt nicht da bei Ihnen Gespräch stören, mache ich gleich, wenn die da... Ja genau, stören Sie später. Finde ich gut. Kann man Ihnen weiterhelfen? Mach ich denn? Oh. Ich hätte die Tür aufhalten müssen. Was? Seien Sie gegrüßt. Hallo. Hallo. Ich liebe es aber, wenn Leute so unendlich freundlich sind, ja? Also... Ja, bist du nicht gewohnt, ich weiß. Nee, ich meine, also das von ihr, also das ist, So, DOJ.gov funktioniert anscheinend schon mal. Wir haben keine E-Mails, richtig? Jo, funktioniert nicht. Mit dem Passwort. Sobald ich von Wayne das zugeschickt habe, kann ich euch bei das ersparen und gebe euch die beiden Login-Daten. Danke. Dankeschön. Also ich werde mit ihr auf jeden Fall die Kommunikation auf ein Minimum reduzieren. Ist tatsächlich fehlgeschlagen, ja. Toll. Lief sehr. Soll ich mal nachschauen, ob das meine Akten soweit vollständig sind, damit ich auch meine Anklagen machen kann, damit ich endlich auch meine Prozesse habe? Meinten ja, wenn 21 Uhr ein Prozess ist, kann man dann 22 Uhr wieder einen ansetzen? Nee. Oh. Gar keinen Fall. Willst du das riskieren für deinen eigenen Prozess? Ich nicht. Also aktuell quasi nur einen pro Tag, ne? Also ich würde niemals meinen hinter einem anderen legen. Ich würde mir den Stress nicht geben. So,